Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Ich habe einen Bonus Video jetzt hier für meine Flora und Fauna Serie. Eine Flasche habe ich mir nicht gegönnt, weil die 100 plus Euro war. Das ist der Dáil Éireann. Und als ich in Cardhu war in Schottland, habe ich erzählt, dass ich 10 Flaschen gekauft habe. Ich sage, oh, ich habe was. Und dann hat sie mir hier ein Sample gegeben. Also von daher habe ich hier über 1,5 CL vielleicht davon, was ich hier verkosten kann. Wenn die weg ist, ist die weg. Nachher werde ich tatsächlich eine 10 verschiedene miteinander vergleichen und der wird nicht dabei sein, weil ich die Flasche nicht habe. Aber einmal darf ich sie hier verkosten. 16 Jahre alt, 43%, circa 100 Euro immer noch einfach nur bei eBay und solche Sachen. Man findet den in den Läden nicht mehr. Also seit 91 gibt es tatsächlich den Dáil Éireann dann hier als Flora und Fauna. Es gab eine einmalige Sache, was sogar in Fassstärke abgefüllt wurde. 1851 hat der William Mackenzie damals die Distillerie gegründet. Er starb. Die Witwin hat das dann an, wie heißt der Kerl da verkauft? James irgendetwas, wenn ich das hier richtig. Ups, das war auf meine andere Sache. Und da wurde dann die Mackenzie and Partners daraus. Das Wichtigste hier bei dieser Distillerie bei Dáil Éireann ist, dass Charles Treedoing, also Doig, hat 1889 diese Pagode. Diese wie japanische wirkende Dachinstallation denn darauf getan. Ganz, ganz interessant. Er war der Erste. Damit könnte man regulieren der Rauch und der Zirkulierung der Ventilation dort da beim Melzen. Nun, das Interessante ist, dass denn, wann war das denn hier? Genau, 1889 wurde es dieses Pagode-Dach gemacht, später auch genannt, er hat es nicht gemacht, und 1917 stürzte dieses sogenannte Dach ein. Dieses Form kann man heute immer noch sehen auf sehr, sehr, sehr viele Distillerien, wobei es halt praktisch nur noch ein Ornamentale, also eine, keine funktionale, sondern einfach nur sieht schick aus. So, gibt es noch irgendetwas, was ich hier erzählen kann? Dazu eigentlich nicht. Es gibt von Flora und Fauna, ich habe 11 davon verkostet. Mein Standard-Whisky, mein Altmore 12, mit dem ich allen hier verglichen habe. Es gab über 26 Flora und Fauna über der Zeit. Es gab ein Aberfeldy, ging an Bacardi, deshalb gibt es das nicht mehr. Es gab sogar ein Altmore, damals Flora und Fauna, ging glaube ich auch an Bacardi. Craig Allachie gab es auch mal, ist jetzt hier bei Billy Walker. Dieses Royal Barber. Das dachte ich mal, gehörte noch Diageo, keine Ahnung. Balmenach gab es auch eine, die ging hier zu Inverhouse. Speyburn gab es auch mal eine. Bladnoch gab es auch noch eine. Also Glen Elgen gab es eine. Mortlach, Glendullen, Cleanlish, Coeile gab es da. Pettiwach, Rosebank gab es da auch eine und so weiter. Wer eine davon hat, dann möchte mir ein kleines Samplchen da zukommen lassen, damit ich meine Flora und Fauna Entdeckungsreise weitermachen kann. Ich bezahle dafür, es muss nicht umsonst sein. Würde mich interessieren, damit ich mich weiter damit auseinandersetzen kann und meine Wissen einfach erweitere. Ja? Denn diese Distillerien gehören schon zu, ich sag mal, Kulturerbe schottische Scotch Malt Whisky Industry. Schottische Scotch Blend Whisky Industry auch noch. Okay, gut. Genug Zeit im Glas gehabt. Also das Interessante, was auch immer wieder ist, der Dáil Éireann für den Blend kommt fast ausschließlich in Ex-Bourbon-Fässern. Der Dáil Éireann hier für unsere Flora und Fauna kommt in Sherry-Fässern. Und das, was ich zuerst kriege, ich kriege eine wunderschöne, 16 Jahre alte, also wunderschöne Sherry-Moment. Eine süße, schwere, rosinige Sherry. Haufen Schwefel dabei. Also dieses Schwefel von wegen, man hat ein Streichholz und tsch,
und dann dieses Schwefelmoment, ja? Kriegt man oft bei älteren Sherrys auch dann da. Nicht viel mehr, ja? Also, so, einfach noch mein Altmore. Oh ja, Citrus, also ein heller, der ist dunkler, auch von Farbe kann man auch natürlich es hier sehen. Farbstoff? Wahrscheinlich schon, Diageo, nicht wahr? Obwohl es Sherry ist. Warum ist dieses Dalhousie 16 Jahre alt nicht mehr gibt, ist die Frage. Und sowieso, große Fragezeichen, wird es diese Flora und Fauna Serien überhaupt weitergehen? Also es gab Gerüchte, dass sie 2016 das letzte Mal das rausbrachte und seitdem gibt es sie nicht mehr. Also da sind praktisch nur noch Restbestände. Oh no! Und vielleicht ist es genau richtig, dass ich mich jetzt hier doch langsam damit beschäftigt habe, denn vielleicht in 2 Jahren gibt die Flasche nur noch bei eBay oder irgendwie Secondary Market, wo ich da doppelt dafür bezahlen hätte müssen. Okay, probieren wir mal. Also eine eindeutige schwefelige Moment hier mit Sherry, Rosinen und ein Hauch von einem Milchschokolade. Also, Intensität in der Nase ist mittel bis hoch. Rum habe ich beschrieben. Süß ist ein bisschen. Alkohol ist schon mit 43% ein bisschen präsenter, als ich es gerne hätte. Körper. Also, ölig. Nicht so ölig, nicht so wässrig, aber ölig. Intensiv, auch ein Geschmack, der füllt den ganzen Mundraum hier aus. Sehr, sehr, sehr schön. Und was ich kriege, ist hier wunderschöne eingelegte Malaga-Rosinen. Also, also das, was Malaga-Eis mache ich gerne und diese Rosinen, die eingelegt sind, da richtig schön. Also Rum-Sherry-Einlegung, ein alkoholisches Rosinen-Moment. Diese nicht bitter, sondern tatsächlich Milchschokolade kriege ich auch denn da. Karamell. Also es gibt hier diese Kuhbonbons, ja, glaube ich. Das ist Karamell, wo mittendrin ist immer noch fast nicht ganz so richtig. Also das ist das, ja. Wert das echte noch nicht, das ist zu cremig. Aber diese Muhu, glaube ich, heißen diese Karamell in Blöcken, die man aufwickelt. Aber wenn man ein isst, dann möchte ich nochmal acht essen. Und wenn ich 18 davon gegessen habe, weil die Tüte leer war, war ach, doch zu viel. Bauchschmerzen. Also, also Erfahrung, ja. Also, also der Nase ist da durch den Schwefelmoment nicht optimal, aber das, was ich im Mund habe, war richtig, richtig gut. Ein zweites Mal und dann lese ich mein Büchlein hier, was die offizielle Bewertungen sind hier. Also am Anfang habe ich sogar auch ein Mandel, ein Marzipan-Moment. Dann geht es zu Rosinen und dann der Abgang ist schon mittellang. Also Alkohol ist ganz leicht, ein kleines bisschen weißer Pfeffer ist da drin, aber nicht viel. Aber eine rosinige, sultanige Moment am Ende. So, lass uns sehen, ob ich halbwegs hier gekriegt habe, was da steht. So, eine Nase, erstmal Gerste. Sherry, Nuss, also ich habe gar nicht an Nuss gedacht. Genau. Sogar bis hin zu Ahornsirup. Nee, habe ich nicht. Reiche, malzige Mund mit mehr Sherry und Nuss plus reife Orangen, Fruitcakes, Gewürze und ein Hauch vom Rauch. Kein Rauch. Der Finish ist lang, ein bisschen ölig mit Mandel. Ja, krieg ich. Zeder. Wie schmeckt Zeder? Ich weiß, wie Zeder riecht. Aber wie schmeckt Zeder? Und leicht rauchigen Eiche. Also ich kriege hier nichts an Rauch. Also der Manochmann war da rauchiger. Das ist hier einfach nur eine schöne, leckere. Einmal hier unser Altmore aus Standard, aus Vergleich. Und ich gebe gleich eine Bewertung dafür. Ach, das wird wahrscheinlich eine meiner Lieblings gewesen sein. Weil das einfach der Sherry-Bombe ist unter der. Eine leicht ölige Sherry-Bombe unter den Flora und Fauna her.
Interessant, vom Mundgefühl hat er fast das gleiche. Ölig, also als Schicht beschichtet und ist einfach ein bisschen schwer. Kommt leicht ran. Am Ende ist es eine schöne, leichte Ex-Bourbon-Moment. Grasig, zitronig, also richtig leicht, richtig schön, richtig gut. Hier haben wir einfach unsere richtig schöne, einfach mal Sherry-Bombe. Toll. Mein letztes Mal, meine letzte Tropfchen, die ich haben werde davon. Aber ich habe es mit euch verbracht und das ist das Gute daran. Cheers, Sláinte. Der einzige Nachteil war der Nase, war ein kleines bisschen dieser Schwefelmoment. Ich könnte mir vorstellen, na, ich weiß nicht, ob das wirklich weggeht. Kriegt man bei Glenfarclas manchmal auch, gerade diese ältere Sachen, die 25-Jährigen und so. Also 3 plus plus ist mein Altmore 3. Das ist eine solide 2. Also 2 minus wäre aber 2. Absolut perfekt 2. Also fand ich richtig, richtig gut. Also ein toller, langer Mund. Also richtig zu genießen. Herbst, Winter, Whisky. Auch von mir aus, sogar im Sommer kann man den richtig auch einmal beim Sonnenuntergang genießen, da spätabends, einfach wo der Tau kommt und so. Und da ist man einfach dabei. Also richtig gut. Preis-Leistung. Ich habe keine Ahnung, was sie damals gekostet hat. Ich habe sie wirklich nur für 100 € gefunden. Und 100 € dafür ist für mich eine 3-. Also ich war nicht bereit, das zu kaufen. Eigentlich muss ich sagen 4+. Ich habe ganz bewusst gesagt, no. Also 50 habe ich bezahlt für meine Flasche, ein bisschen 70 habe ich bezahlt, aber bei 100 war schon, wo ich gesagt habe, nein, die Flasche ist nicht 100 € wert. Und das war einfach, wo, ja, ich habe es nicht gekauft. So von daher, also richtig wäre dann ein 4++ als Preis-Leistung. Jetzt, wo ich es gekauft habe, ist die schon gut. Also deshalb gehe ich doch wieder zurück zu meinen 3-. Denn jetzt würde ich kaufen, wenn ich nochmal die Serie denn hier zusammenstellen musste, aus irgendeinem Grund. Also von daher, wenn du dies für 70 € bekommen kannst, kaufen. Wenn du dies für 50 € bekommen kannst, aus irgendein Akt Gottes, kauf zwei. Und gib mir, ich kauf dir eins davon ab. Das ist richtig gutes Zeug. Aber für 100, ihr habt verstanden. Meine Frage des Tages ist, und da geht es jetzt hier in dem Mundgefühl. Also, Kleinlich ist eigentlich dafür zuständig bei Diageo für dieser wachsige Moment. Da oben drauf ist jetzt hier Dalyuan. Die haben tatsächlich der Fermentierungszeit geändert, sodass der mehr auch dieser wachsige Moment da sein kann. Gerade weil Cleanlish denn da eine Restauration hatte und waren geschlossen einige Monate lang und da braucht man immer wieder einen Plan B. Und dann Plan C war sogar auch dann von Diensten daran zu arbeiten, auch dann da ein bisschen auch diese wachsige Gefühl auch dazu haben, denn das ist das, was bei manchen Whiskys einfach sein muss. Gerade in dem Blendenbereich wollen wir das haben. Meine Frage ist, und darum geht es hier, welche Whisky ist für dich dieser Bienenwachs, ist dieser wachsige Moment? Also Kleinlisch natürlich ist einfach und bleibt einfach das, was es ist. Dalyuan hat das auch ein bisschen, aber wer noch? Wer noch? Oder nenn mir einen Blend, der total dieses Moment hat. Michel Cuvert. Ja, wer auch wo auch immer sein Saft herkommt, sein Spirit, also seine Spirituose am Anfang. Diese Michel Cuvert ist auch total manchmal eine richtig, richtig tolle wachsige Moment. Gut. Whisky Jason hier. Whisky aus der Sicht eines Moment. Aus der Sicht eines Amerikaners. Also in diesem Moment möchte ich einfach mal sagen, vielen Dank, dass ihr auch meine Videos angeschaut habt. Wenn alles richtig ist, waren das insgesamt 11 verschiedene. Und der Highlight kommt noch. Meine 12. Video wird sein, wo ich alle 10 hier im Glas habe und dann werde ich sie miteinander. Eigentlich muss ich 11 machen. Der Altmore kommt dazu zu sehen, ob ich das auch dann richtig einordne mit was schlechter ist und was besser ist. Werden wir so sehen. Okay, Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Liken, abonnieren. Danke, danke, danke. Und noch meine Sample-Liste schauen. Das ist immer wieder cool, wenn der auch mich anschreibt. Whisky Jason, ein Wort, at gmail.com und auf Amazon klickt, irgendwas anderes mitnimmt, hilft. Und dann da, wir sehen uns jeden Tag 17:30 Uhr, beziehungsweise sonntags 21 Uhr Livestream hier mit Whisky Jason. Bye bye.